Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie aus Dassel vom Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga Nordheim. Die SG Dassel-Sievershausen in den blauen Trikots hatte die SVG Einbeck zu Gast. Die Gäste hatten ihre erste Partie am vergangenen Wochenende gegen den TSV Gladebeck bereits mit 4:1 gewonnen und konnten hier mit einem Sieg den Aufstieg bereits perfekt machen. Für die Hausherren die heutige Partie, das erste Relegationsspiel. Nach vorsichtigem Abtasten zu Beginn gehörte die erste zeigenswerte Szene der Partie den Gastgebern von der SG. André Wedekind kommt nach diesem Doppelpass hier in aussichtsreicher Schussposition wieder an den Ball. Sein Versuch geht dann aber doch knapp links am Tor vorbei. Die Gäste zwar von Beginn an mit etwas mehr Ballbesitz, aber Dassel mit den besseren Gelegenheiten. Die 16. Minute erneut die SG im Angriff. Der erste Versuch kann noch entschärft werden, aber dann ist da Timo Spangenberg mit dem 1:0. Die Gastgeber also nach gut einer Viertelstunde in Führung. Die Freude darüber riesengroß. Und auch in der Folgezeit Dassel zunächst mit den besseren Chancen. Die 27. Minute Erik Langhorst auf Sedi Erbeck. Aber Marcel Adam im Tor der Einbecker hatte aufgepasst. Die Szene läuft beinahe ungeschnitten weiter. Da haben die Gäste ihre erste Chance. Der Ball kommt zu Thomas Bunke und der setzt diesen Versuch hier an den Außenpfosten. Da fehlte nicht viel zum Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit dann nochmal die Gäste. Yunus Ayer mit diesem Freistoß, der links am Tor vorbeigeht. Das war's dann mit Durchgang 1. Die SG Dassel-Sievershausen geht also mit einer knappen Führung in die Kabine. In Durchgang 2 kommt die SVG Einbeck insgesamt besser aus der Kabine, aber die erste Chance gehört wieder den Gastgebern. Timo Spangenberg mit dieser schönen Flanke. Aber Hussein Özkan kann den Ball nicht im Tor unterbringen. Dann die 60. Minute, erneut eine Gelegenheit für die Hausherren. Freistoß von kurz hinter der Mittellinie. Der Ball kommt in den Strafraum und da ist André Wedekind mit diesem Kopfball hier. Aber kein Problem für Marcel Adam im Tor der Gäste. Dann die 67. Minute. Einbeck im Angriff. Und Stefan Golze rutscht da aus. Somit die Gelegenheit für Yunus Ayar. Der bringt den Ball in den Strafraum. Aber da ist Stefan Golze schon wieder aufgestanden und kann die Situation klären. Einbeck wurde jetzt aber immer stärker. Nur 3 Minuten später diese Szene. Schöner Pass in die Spitze. Und Julian Ravisch weiß sich hier nur noch mit einem Foul zu helfen. Der Abwehrspieler der SG sieht dafür die rote Karte. Den fälligen Strafstoß führt Yunus Ayar aus. Aber Jonas Schnepel behält die Nerven und hält die Führung für die SG fest. Aber Einbeck ließ jetzt nicht locker. Die 77. Minute. Der Ball wird von rechts in den Strafraum der SG geschlagen. Und dann ist da André Hittay, der mit diesem Kopfball das 1:1 erzielt. Dieser Treffer, das kann man sicher so sagen, insgesamt hoch verdient. In der 86. Minute erneut die Gäste im Angriff. Und Yunus Ayar mit diesem Versuch von der linken Strafraumkante. Aber Jonas Schnepel lenkt den Ball mit den Fingerspitzen über die Latte. Wir machen einen Sprung in die Nachspielzeit. Nochmal die SG Dassel-Sievershausen im Angriff. Und Stefan Sali mit diesem Foul. Da lässt sogar der Linienrichter vor Schreck seine Fahne fallen. Der Einbecker Spieler sieht für diese Aktion hier gelb-rot. Dassel dadurch nochmal in einer aussichtsreichen Freistoßposition. Und Seschkin Erbeck mit diesem Schuss, aber der rast dann doch rechts am Tor vorbei. Das Ganze gleichzeitig die letzte zeigenswerte Szene. Es bleibt hier also beim 1:1. Das anschließende Elfmeterschießen gewannen die Hausherren. Die müssen nun also am kommenden Wochenende mit mindestens 3 Toren Unterschied gegen den TSV Gladebeck gewinnen. Dann würden sie den Aufstieg perfekt machen, sonst steigt die SVG Einbeck auf. Sehen Sie jetzt noch ein Interview mit Matthias Riemer. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ihr habt 1:1 gespielt hier heute, das Elfmeterschießen gewonnen. Ihr habt es also am Wochenende in der eigenen Hand. Wie groß schätzt du denn die Chancen ein, dass es mit dem Aufstieg noch klappt? Na gut, erstmal positiv war, was wir uns vorgenommen haben, dass wir auf jeden Fall Sonntag mit dem Aufstieg noch kämpfen können. Das heißt, Minimum war heute einen Punkt zu holen. Und dann schauen wir, was wir in Gladebeck rausholen können. Wir haben schon die Qualität, da auch mit 3-4 Toren zu gewinnen. Aber es wird natürlich schwer, weil wir jetzt unter Druck sind und nicht vorlegen können. Aber jetzt werden wir uns erstmal regenerieren und dann werden wir Sonntag versuchen, das
Unmögliche möglich zu machen. Wie gesagt, es ist möglich, aber es wird natürlich schwer. Aber Minimum war, dass wir Sonntag um den Aufstieg kämpfen und das haben wir erreicht. Okay, kurze Frage noch zum heutigen Spiel. In der ersten Halbzeit habt ihr das eigentlich ziemlich souverän gemacht, wie ich finde. Das war recht solide, gut gespielt so. Und in der zweiten, war Einbeck denn stärker oder seid ihr schwächer geworden? Wie schätzt du das selber ein? Ja, heute hat Einbeck ein ganz, ganz starkes Spiel gemacht. Also meine Mannschaft ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Die hatte wirklich sogenannten Zitterfuß. Ne? Die jungen Leute, vielleicht waren sie auch von der Kulisse überrascht und unsere Abläufe konnten wir nicht durchspielen. Hatten zu viel Ballverluste und körperliche Verfassung war an dem Tag auch nicht so, kann ich mir jetzt auch nicht erklären, ob das auch was mit dem Kopf zu tun hat, aber Einbeck ist dann schon stärker geworden und wir haben dann überhaupt keine Entlastung mehr gehabt und auch körperlich abgebaut. Und das ist, aber mit 10 Mann muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, ja, haben alles gegeben, noch 1-2 Freistöße hat man hier noch eine kleine Chance gehabt, aber im Endeffekt muss ich mit einem Punkt leben. Okay, alles klar, dann vielen Dank soweit, wir wünschen euch viel Erfolg fürs Wochenende. Gut. Vielen Dank. Jo. Tschüss.